Servus Leute! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ihr wisst es doch, jeden Winstreaks 9 werden wir jetzt eine zweistellige Zahl im nächsten Part sehen. Ich hoffe doch, Eden! Drehen Sie vor! Natürlich im Hard-Modus. Let's go! Gute Items! Der Daddy braucht sie! Oh! Oh! Nice! Da bin ich ein großer Fan davon. Okay, also der Damage ist da. Tears ist natürlich ziemlich im Keller, aber das gibt auf jeden Fall was. Heilige Scheiße! Also mit dem Item habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber okay. Außerdem kann ich mir noch ein paar Spinnis holen, wenn ich Bock drauf habe. Okay, das sollte man erstmal keine Probleme haben in den nächsten paar Ebenen. Wegen Tears natürlich, dann noch mehr Damage, man weiß das schon. Oh, jetzt Magic Mushroom oder so. Oh, Gott, ich wäre so strong, der Boy. I'm close to blind. Was haben wir denn Hübsches? Mr. Mega. Das hätte ich ja in den letzten Part gebracht. Aber 5 Bomben? Bei Gott, nehme ich mit, ne? Eine Münze nehme ich natürlich auch mit. Und wurde auch noch einige drauf, die möchte ich mit dem lassen, das ist ja eine Nackerpinze. Leider nicht, aber hey Gott. Da noch ein paar Spinnis. Kommt mit Spinnis. Da bin ich doch fast reingerannt. Oh, ich habe noch gar nicht geachtet, wie viel Herzen ich überhaupt gehabt habe. Ich habe 2 blaue Herzen, okay. Also ein bisschen aufpassen sollte man doch. Das ist natürlich auch wichtig, vor allen Dingen am Anfang zu schauen, wie viel Herzen man überhaupt hat. Weil es kann natürlich auch sein, dass man nur ein Herz hat. Da kann man sehr schnell sterben. Da. Oh, ich krieg einen Orb, glaube ich, gerade. Ein Orbitchen. Oh, das finde ich aber sexy. Geh mal in den roten Orbit. Da kann ich kaum ausweichen. Roten! Den roten! Cube of Meat. Nice. Wunderbar. Wir haben Deckolo. Aber das Blöde ist, wir können uns jetzt nicht unbedingt viel leisten für den Devil Deal. Oh, ich gehe da mal ein bisschen mehr weg. Aber Mr. Mega, der macht ein bisschen mehr Schaden. Da. Oh, da kriege ich, wenn ich Glück habe, ein paar Herzen mehr. Oh, ein Herz mehr. Oh, stimmt. Ich habe vergessen, dass da noch was lebt. Ach, das macht. Aha. Das macht sogar ein. Also Pickups zu freundlichen Gesellen. Das wusste ich nicht, aber gut zur Batterie. Die hätte ich jetzt eh nicht gebraucht. Aber ist gut zu wissen. Zum Beispiel die 2 Schlüssel können ich jetzt verwandeln, aber die Schlüssel sind mir eigentlich ziemlich wichtig. Naja, jetzt wurde ich gerade getroffen. 2,5 Herzen noch. Also Devil Deal, weißt du, es sei denn, es kommt dann noch ein Tinnentrock hier irgendwo in der Nähe. Dann könnten wir darüber reden. Es kommt halt darauf an, was der Devil Deal noch bringt. Es kann auch natürlich sein, dass nur ein paar Herzen bei ein paar Kisten drin sind. Und selbst wenn ich nur 3,5 Herzen hätte, oh, das wäre dann wieder so eine kritische Phase, da bin ich kein Freund davon. So, gehen wir den ganzen Stuff her, bam bam. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Kampfraum. Können wir mal kurz reinschauen. Ja, den machen wir mal. Fuck! Ich habe eventuell, nur ganz eventuell einen kleinen technischen Fehler gemacht. Ihr habt die roten Kisten verwandelt. Fuck, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Okay. Man lernt immer wieder was Neues. Das war ungünstig jetzt. Aber, naja. Wie gesagt, Batterie brauche ich nicht, aber die Kisten, die hätte ich eigentlich schon gern gebraucht. Weil da hätten auch Herzen drin sein können. Shit. Oh Gott. Eieiei. Ja, na gut. Das nächste Mal weiß es. Das nächste Mal. Da komme ich überhaupt nicht hin, was soll denn der Schwachsinn? Ich kann ja nicht fliegen oder so. Luck-up ist, minus 0,22, werde ich nicht so oft so Zähne verschießen. Aber wenn es ankommt, hängt man, als hätte ich es gerufen. Als hätte ich den Scheiß gecallt, ey. Wunderbar. Ich gehe da mal ein bisschen mehr weg. Ich vertraue dem Frieden nicht. So, und noch ein Blas Herz, jetzt habe ich 3,5 Herzen. Genau die Problematik, die ich vorhin angesprochen habe. Weil wenn jetzt der Devil die gut ist, dann habe ich halt nur ein halbes Herz. Das ist halt nicht das Schönste. Oh, da war ein Zahn gerade. Habt ihr das gesehen?
Nein! Dann wartet noch 10 Mal, dann werdet ihr. Also mit 10 Mal 10 Stunden. Steam Cell. Recken! So immer das heißt. Zack! Aufliege! Spinis! Da, Obidos! Superfisch! Oh, da war der Zander, hat sogar beide erwischt. Wunderbar. Zack! Zack! Ah, da war. Die Zähne kommen doch ziemlich oft vor, für das ich sogar negativen Lackwert habe. Hm. Interessant. Wen haben wir denn hier? Bei Spiders. Blub. Warten nur, bis ein Zahn wieder kommt, dann gibt's Ärger. Und das kommt doch her, da. Oh, Zahn. Ja, fast ein bisschen. So, und jetzt du noch. Ich weiß, du existierst, aber das ist mir auch ziemlich egal gerade. Da ist leider nichts mehr. Die Herzen können ich verwandeln. Zack, für ein paar Spinnis. Kommt nicht mal eine große Spinner mehr. Okay, ihr steppt dann wahrscheinlich an die unsichtbaren Geister, wahrscheinlich, ne? Oh, das war ein schöner Zahn. Oh, nochmal Zahn! Nice! Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen Luck mehr. Beziehungsweise, hey! Die Bombe tut ein bisschen weh. Oh, shit, jetzt wurde ich gedrungen. Jetzt kann ich sowieso kein Devil Deal mitnehmen. Oh, da kriege ich ein rotes Herz. Kommt der Bibi gerufen. Minus 5, ja, jetzt kann ich schon schneller schießen. Was haben wir denn Hübsches? Wir haben. Es ist ein gutes Item. Aber. Ich muss sagen, die Angel Deals waren in den letzten paar Parts eigentlich recht angenehm. Von der Menge der Items, also dass generell Items sind. Von daher, ich versuche mal auch wieder auf Angel Deals zu gehen. Heute mal. Wenn da natürlich noch ein Item mehr drin gewesen wäre, was gut wäre, dann hätte ich es natürlich mitgenommen. Aber ansonsten, ja, nee. Klar, so eine zusätzliche Friege-Programm wäre natürlich ziemlich schick. Vor allen Dingen, weil sie halt dann ziemlich viel Schaden macht. Ich würde auch gerne wissen, wie viel Schaden ich momentan mache. Ah, der gute Macy Boy. Oh, okay, ich brauche sogar 3 Treffer, bis ich die kill. Interessant. Zack, zack. Will ich jetzt mal in den Shop rein? Na klar. Eine Karte. Was haben wir denn da hübsches in der Karte? Tour of Ace of Hearts. Blöde Karte brauche ich nicht. Okay, wieder ein Upgrade für Bomben. Faster Bombs drops. Das heißt, wir werden öfters Bomben jetzt droppen. Ich hoffe aber nochmal Schlüssel, weil ich habe gerade nicht unbedingt viele Schlüssel. Zack. Gott, jetzt merkt man schon langsam, mein Damage ist nicht mehr ganz so stark. Da muss man noch ein bisschen was machen. Da können wir jetzt auf jeden Fall mal eine Bombe investieren. Vielleicht ist da noch der Geheimgang. Ja, gut platzierte Bombe. Ja, wenigstens das hat funktioniert. Oh, goldener Pubi. Das heißt, wir könnten im nächsten Shop da mal wieder einkaufen. Wenn ich sogar die Leeristin von hinten kann, dann fehlt noch was am Damage. Dann fehlt noch was. Sonst habe ich alles. Gut, dann kommen wir auch gleich weiter. Da kriege ich noch einen Lackwert. Das ist nämlich sehr wichtig jetzt mit den 10. Da voll, das heißt, ich kriege auf jeden Fall schon mal ein Devil-Item. Ein Devil-Ding-Item. So. Kein Brimstone. Brimstone ist böse. Brimstone ist das Werk des Teufels. Oh. Judas, falls ich mal sterben sollte, werde ich als Judas wiederbelebt. Ja, den Scheiß, den ganzen sonst so hinsteck. Das brauche ich nicht. Holy Water. Splash Damage. Weil es da so viel Schaden macht, wenn ich gedacht habe, wenn man hier so eine Pfütze. Oh nein! Wenn es was gibt, was ich noch weniger mag als Splash Damage, dann ist es ein rotes, knackiges, saftiges Herz. Was ist denn das? Jetzt kommen nur noch die Bullshit-Items. So, als Spiel wohl gedacht, okay, ich gebe dir ein gutes Item und der Rest, der wird scheiße. Nee, man kann nicht sagen, das ist scheiße. Ich habe kein Orbit. Ich habe die Zähne. Ich habe diesen Pilz da. Was ziemlich nice eigentlich ist, was Tierset gibt und dementsprechend auch noch ein HP ab. Also sind ja nicht gute Items. Bam. Mag der ein Orbit. Orbit sind gut und knackig. So. Ich habe nur 7 Münzen. Waren das nicht mehr? Na, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Orbit! Und weiter geht's. Zack. Okay, da sind wir gerade ein bisschen zu viel Leute. Nächster. Jetzt haben wir noch 2. Zack, zack. Okay, der ist auch da. Und du noch 2. Einer Treffer, okay.
In den Shop, was haben wir denn da Hübsches? Wir haben 10 Bomben. Okay. Kommst du jetzt her? Naja, kriegst du ein bisschen Geld. Ja, noch mehr Bomben. Hey! Also Bombenprobleme sollten wir eigentlich nicht mehr haben. Okay. Gefährlicher Raum. Ah, irgendwie gefällt mir die Richtung nicht. Ich krieg sehr viele Bomben, aber keine Schlüssel mehr. Ein Schlüssel habe ich noch, ist ja noch in Ordnung, aber... Au. Und wenn ich euch nicht one-hitten kann, dann... Ja, dann muss ich wirklich beim Damage noch was machen. Bis jetzt habe ich noch kein Damage. Wir kommen bis jetzt aufs allererste. Da geht auf jeden Fall noch was. So, da ist der Schock. Warte mal, geh jetzt mal weg. So. Jetzt kommst du dran. Ja, mit 4 Münzen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht in den Shop reinzuschauen. Das wird mir nicht viel bringen. Ohne Geld nichts los hier. Müssen wir mit Orbit ein bisschen was machen. Selbst die Martin schaffe ich nicht von dem. Ja, wenigstens die Spinnen immerhin etwas. Und Herz nenne ich jetzt halt auch gerade nicht schön aus. Nee, das sollte man vielleicht nicht anschmusen. Ausnahmsweise mal nicht schmusen. Solange ich noch keinen Schutz gegen Explosionen habe, dann ist Schmusverbot bei explodierenden Gegnern. Ja, wenigstens Herz bekommen. Wunderbar. Eieiei, wie groß ist die eben noch? Kann ich mal langsam zum Boss gehen? Ist ja nichts mehr feierlich hier. Ich hab gesagt zum Boss. Haschi, kleine Haschi. Bombe, obwohl ich ja nicht genug Bomben habe, aber ich will sie trotzdem. Plup. Zack. So, dann haben wir auch hier einen Boss. Hier könnte eventuell der Super Secret Geheimraum irgendwo sein. Eventuell. Na, dann ist das aber. Das ist der Gertie. Hey Gertie, wegen Kuscheln. Ja, bist du ein kleiner, großartiger Kuschler. Ich seh's dir doch an. Mua. So, dann ist ja auch gleich die Geschichte. Können wir uns doch um die zwei kümmern. Ah, das noch. Kümmern. Mit Damen schnuschmusen. Der Magic Fucking Mushroom. Was ich jetzt allerdings machen möchte. Ja, das können wir eigentlich ja mit Bomben machen. Ich werde mich jetzt umbringen. Bedenkt, ich habe Judas Shadow. Also von daher, der Run ist nicht verkackt. Oh, plus 15 Damage und jetzt nochmal Magic Mushroom. Das könnte verdammt wehtun. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mich ja über den zu mageren Damage beschwert. Jetzt brauche ich mich auf jeden Fall nicht mehr zu beschweren. Und dann kommt da noch ein Zahn. Ach, nice. Mein Luckwert ist auf. Ja, immer noch auf negativ 3. Aber trotzdem. Ah, jetzt kann mich. Ah, wie das schön durch Butter geht. Hätte ich jetzt noch Piercing-Shots. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut damit harmoniert mit meiner Träne. Mit Polymerisation. Da will ich nicht hin. Aber naja. Auf jeden Fall. Gott, wie ist es denn überall? Zack, was ist denn da los? Hm. Interessant, Schatzi, und 4 Gegner und nichts. Na, ja. Oh, und trotzdem renne ich da rein. So, das einzige Problem ist jetzt nur, dass ich halt wenig Herzen habe. Da, die zwei werden da einfach weggewischt, sag ich jetzt einfach mal. Eigentlich wollte ich weggewichst, da komm. Ich nehme jetzt kein Blatt von dem Mund. Und es einfach weggewichst und so möchte ich es doch haben. Und nochmal, bam. Da könnten wir kurz reinluren. Ja, diesmal nicht aktiviert. Oh, das war blauer Herz. Das hat sich schon gelohnt. Rollbomben, ein paar Pillen. Pillen möchte ich. Okay. Dann gehe ich halt den Weg. Habe ja nichts dagegen. Ein Schalüssel nehme ich sehr gerne mit. Ich habe sowieso genug Pumpen, von daher. Hm. Eine kann ich ja investieren. Da lebt noch irgendjemand. Alter, da wird alles von gehittet. Alter, wo ist mein Schlüssel hingeflogen? Leck wieder was. Zack, Stuff. Also da wird ja jeder Gegner one-hittet. Bin mal gespannt, wie stark das bei den Bossen dann ist.
Ja, schön, was sagst du dazu? Ach, du skalierst mir mein Damage, das ist ja toll, schätze ich. Hasch werden wir auf jeden Fall nicht machen. Fucking Hasch. Loppalappa. Von links, rechts, oben, unten. Gott, ich bin mit. Weitschuss! Ja, wenn ich noch wegen die Range wäre. Schlüssel nehmen wir später mit. Wir haben hier noch ein paar Räume zu clearen bzw. zu suchen. Zum Beispiel hätten wir hier den Shop. Ja, selbst diese scheiß Haschfliegen. Die skalieren halt in meinem scheiß Damage mit. Allein schon die Drecksfliegen. Kein Fan davon. Na komm, der Automat. Er gönnt sich wieder mal 5 Münzen. Und ich jage ihn mal in die Luft. Ne, ich hoffe den Automat nicht. Gut. Ich hab schon gedacht, den Automat treffe ich jetzt dazu. Das war nämlich nicht ganz so schön gewesen. So, dann suchen wir jetzt eigentlich nur noch den Goldraum. Und dann haben wir es ja eigentlich. Und da ist er ja schon. Weitschuss! Yeah. Geld, Geld. Und Geld. Eine Spritze. Nehme ich mit. Kann ich wegen wieder rumschmusen. Kriege ich vielleicht eventuell ein paar schwarze Herzen. Eine Karte. Was haben wir denn hübsches? Wir haben Chariot. Okay. Zack. Zack. Joker. Ja, nehme ich doch lieber die Joker-Karte mit. Zack. Und zack. Gut. Wo ist denn der Boss eigentlich? Der ist unten. Gehen wir mal zum Boss, holen uns noch den Schlüssel mit. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Damage ich mache. Komm, nehmen wir noch eine Spinne und Fliegen mit. Vor allem die Fliegen skalieren halt auch mit meinem Damage. Alter, ein Schuss und das Herz ist schon fast down. Das Blöde ist jetzt, mein Shot-Speed ist für den Gegner jetzt nicht unbedingt ausreichend. Aber es macht ja nichts. Ich habe meine Bomben. Bomben machen auch verdammt viel Schaden. Das war schon so. What's that inside? Nee. Und hier haben wir ein Item, was ich auch jetzt nicht unbedingt bräuchte. Von daher lassen wir es einfach mal. Und weiter geht's. So, jetzt überlege ich gerade Choga. Na komm, wir haben ja wieder 33%. Im letzten Part hat es ja funktioniert einmal. Dass ich trotzdem ein Devil Deal bekommen habe. Generell ein Deal. Von daher, ich warte einfach, bis mein Boss besiegt. Und dann kann ich immer noch Choga-Karte aktivieren. An Damage soll es ja momentan nicht scheitern, dass ich da jetzt Probleme hätte. Es scheitert momentan eigentlich nur noch an den Herzen. Aber was nicht wird, das kann noch werden. Fast beide Portale erschossen ist. Ah, nice. Vor allen Dingen, ich habe halt noch Magic Mushroom bekommen. So, ich habe ein Damage von knapp 15 gehabt. Dann 30. Und dann 48. Bam. Joker oder Chera? Boah, das ist so eine schwierige Frage. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich da jetzt am liebsten mitnehme. So, euch jage ich in die Luft, um meine Chance noch wegen zu erhöhen. Lackwerk, nice, damit ich mehr Zähne bekomme. Und bam. Schwarze Herzen nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Geld. Das heißt, in den Shop möchte ich jetzt auf jeden Fall als erstes rein. Dann könnte nämlich Monster das erste Option sein. Das ist ja mein altes Geheimrezept, was ich gerne machen würde. Ja, da kann ich jetzt schlecht was machen. Aber ich habe ein schwarzes Herz bekommen. Von daher ein halbes schwarzes Herz plus gemacht. Da lege ich jetzt einfach mal eine Bombe. Und bekomme keine Bombe. Ich habe gesagt, ich kriege jetzt eine einzelne Bombe. PhD, Better Pills. Kann ich eigentlich tatsächlich mal mitnehmen? Dann brauche ich auf jeden Fall keine Angst mehr vor Pillen zu haben. Und ich kriege schon Tierstab Pillen. Minus 2, nice. So, dann kriege ich auch der Automat wieder ein bisschen Geld. Wir wollen immer noch die 999 irgendwann erreichen. Und da, Automat, gönn dir so richtig, mein Freund. Nehmen wir noch eine kleine Bombe. Bam. Und Fünferchen. Bam. So, jetzt haben wir unsere Angel-Schuss auch ein bisschen erhöht. So. Ich gehe immer auf 500, dann passt es soweit, weil hier kann man auch, wenn man, wo sind wir jetzt gerade? Dieps 2, okay. Immer wenn halt eine 2 in den Namen steht, dann kann man besondere Räume freischalten. Knack ab. Nice. Luck. Wenn man mindestens 5 Münzen im ersten Dungeon, im ersten Ding hat. Noch eine Karte. Du auf Harz. Nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zack. War ich jetzt im Itemraum drin? War ich da jetzt drin oder nicht? Das muss ich noch mal nachschauen. Nee, ich war da nicht drin. Schildertiers. Das ist ein gutes Item, wenn man Tiers hat. Ich habe 17.
ich kann, dann habe ich das Problem, dass ich eventuell Gegner nichts mehr treffen kann. Weil ich halt zu langsam schieße. Und dann halt immer nur eine Träne abblock, aber nie irgendwie zum Gegner kommt. Nee, das belassen wir mal dabei. Vor allen Dingen bei der Mutter ihre zweite Form. Da wäre das ziemlich ärgerlich, wenn das so wäre. Nee, das machen wir mal lieber nicht. So, Spinne, du darfst töten. Mal schauen, ob die Spinne das Wundhitte, die Mutter. Nicht ganz. Aber hat schon viel Schaden gemacht. So, noch ein Angriff und dann hätte die Mutter auch. Ein Ancient Deal, tatsächlich. Ancient Deal bekommen mit 33% oder 36%. Wir könnten auch wieder Mega Saddle machen. Wenn ihr schon da seid, ne? Und mit Bomben könnt ihr Barbing hantieren. Bam. Wo haben wir denn die Bomben? Da. Das stimmt. Ich kann ja. Kann ja sau schnell die Bomben jetzt schießen. So, damit könnte ich. Ich will damit gebläst werden. Bam. Ich bin nämlich ein Heiliger. Stimmt, ich kann jetzt die ganze Zeit Bomben legen, wenn ich das möchte. Und ich, da könnte ich jetzt auch rein, weil ich dann den Joker kann, um mich raus zu teleportieren. Wäre zwar ziemlich sinnfrei gewesen, aber vielleicht ist er ein gutes Item. Die drei nicht? Nee. Leider nicht. Von daher gehen wir mal weiter. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall fast immer Angel Deals, weil ich glaube, ein bisschen bei. Na gut, 62% ist auf jeden Fall noch kein 100%. Aber generell 33%, dass wir überhaupt was bekommen. Puberty und Ball of Steel. Nice. Ja, wie gesagt, Herzen, das ist, war ja unser Problemkind noch. Aber damit, mal schauen. 1, 2, 2,5. Und zack. Ja gut, wenn Zahn kommt, dann ist sowieso Feierabend. Und da ich ja PhD habe, sollte ich auch öfters Lacker-Pillen bekommen. Das wäre dann richtig geil. Ah, so, wie das einfach nur so durchgeht. Ah, richtig geil. Zack. Auf die Portale haben keine Chance. Zack. Oh, es sind zwei von euch. Flieh! Oh, sieh. Zack. Ihr schießt in alle vier Richtungen. Ja, ja. Ich kenne euch. Das könnte ein bisschen. Jawohl, es geht eigentlich. Ich habe gedacht, das könnte ein bisschen langwierig werden. Aber es geht tatsächlich. Oh, der Zahn. Wunderbar. Aber jetzt schon die Zähne, die kommen. Eine Münze brauche ich jetzt eigentlich zwar nichts mehr, aber es kann ja eine Lackermünze sein, von daher nehme ich es halt einfach mal. Nö, eine normale Kiste mache ich jetzt nicht. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Okay, du brauchst 3 sogar. Ja, der hält ein bisschen was aus. Ja, Bomben habe ich eigentlich noch genug. Habe ich nicht, aber da komme ich sowieso nicht hin. Aber was ich machen könnte. Komm, stirb. Kann die Bomben einsacken. So. Ah, ja, die Herzen, die sehen auch nicht ganz so schön aus. Und da will ich jetzt eigentlich auch nicht rein. Ne, durchspringen kann nämlich auch nicht. Von daher belassen wir es jetzt immer dabei. Eventuell können wir hier rein. Nö. Na, dann ist mir das ja wurscht. So. Wo ist denn der Boss? Wo treibt denn der sich rum? Hä? Zack. 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 Ei. Blub, blub. So, eine Bombe und gleich noch ein paar Bomben mehr. Ein bisschen weg, zieh jetzt Abstand. Ist hier vielleicht ein Stein mit einem X? Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Hallöchen. Blub. Blub. Alter, der Zahn, der killt halt. Noch eine Karte. Noch eine Joker. Na gut, dann kann ich sie hier aktivieren, weil. Bringt mir das noch was, wenn ich das jetzt mitnehme? Mir ist jetzt eins vom Mar. Ich wollte Angel Deals. Naja, will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt tatsächlich nicht haben. Ich will, wie gesagt, auch Angel Deals. Wenn ich das mitnehme, dann kriege ich halt im nächsten nur noch einen Devil Deal. Und ist dann sowieso der letzte. Von daher bringt mir das nicht allzu viel. Und so mit der Joker-Karte, die ich jetzt noch habe, habe ich die Chance, im nächsten, in der nächsten Ebene einen Devil Deal zu bekommen. Und wenn ich den so bekomme, ohne jetzt die Karte zu aktivieren, kann ich sogar in der Kathedrale noch einen bekommen. Und die Angel Deal ist das Shit. Ich habe nur einen Teil bekommen. Ist mir gerade so aufgefallen vom Schlüssel her. Von der Schlüsselhaftigkeit habe ich da nicht viel bekommen. Obwohl ich beide besiegt habe. Ja, wie gesagt, Herzen. Jetzt sollte man. Ich sollte mich wegen auf die Herzen jetzt konzentrieren, dass ich nichts mehr getroffen werde. Weil das. Ja, und dann kriegst du sowas. Blub, blub.
Wir sind jetzt bei der Mom, ne? Ach ne, noch nicht ganz. Death! Das ist nicht unbedingt so mein Super-Team, ne? Vor allen Dingen, weil man halt ziemlich wenig zum Ausweichen hat. Hey, Orbit Nummer 2. Gotta meet them all. So. Jetzt sind wir bei der Mom. 67%, da brauche ich jetzt echt keinen Joker, keine Zocken. Aber, eventuell könnten wir hier weniger zocken. Bomben habe ich wieder zurückgerichtet und ein bisschen Geld, aber leider nichts Herztechnisches. Also rote Herzen, ja, schön, alles schön und gut, aber. Aber blaue und schwarze Herzen. So wie das zum Beispiel. Und something is wrong. Das ist jetzt unbedingt nicht eine gute Pille, aber wenigstens kein Negativ, sagen wir es mal so. Noch eine Fliege, was bist du denn? I bring Conquest. Ah, ich kann sogar zwei mitnehmen von daher. Hat sich ja eh erledigt. Komm, euch können wir mal verwandeln, weil. Wie gesagt, Geld brauchen wir ja mehr, da will ich hier eh nichts mehr. Für was denn? Zum Marsch geht sicherlich nicht. Das könnt ihr ja vergessen, dass ich zum Marsch gehe. Aber eigentlich nicht. Brustfrosch reingeschaut. Ja, Hammer. Da waren aber nur Bullshit-Items drin. Von daher hab ich ja nichts nicht gemacht. Ansonsten hätte ich mich ja raus teleportieren können mit der Joker-Karte, die ich damals noch gehabt habe. Das ist ja jetzt die neue Joker-Karte, die ich jetzt habe. Zack, zack, zack. Ah, oh, das geht halt schön von der Hand. Aber vier Herzen, das, da müssten wir noch ein bisschen was machen. Es fällt mir immer noch nicht. Nee. Okay, da ist noch einer. Ah, der hat sogar überlebt, der Drecksack. Aber den nicht. Und noch mehr Pumpen. Yay! Blub, blub und blub. Ah, fast gereicht. Blaue Herzen! Ja, deine Pumpen. Ja, ist ja schön. Ich mach jetzt mal die Zombies kaputt, bevor ich mich um den da kümmere. Kumpel, weißt du, was das Problem an der ganzen Thematik ist? Gut, das mit der Pflicht wäre natürlich die andere Variante, aber ich wollte jetzt sagen, ich hätte jetzt einfach dahin gehen können, der wäre dann oben in die Zacken reingerannt. Aber okay, die Fliege hat sich anders überlegt, wie sie das gerne hätte. Da gehe ich jetzt nicht dran. Blub. Ja, danke schön, dass du mich gerettet hast, Fliege. Boah, es war gerade ziemlich knapp überall. Da hätte ich sehr viel Leben verloren. Blub. Du bist down. Du. Jeppa. Ich habe plötzlich hier erwischt. Ich lege mal hier eine Bombe, weil hier könnte auch der Super Secret Geheimraum sein. Eventuell. Ist er tatsächlich? Was haben wir denn hübsches? Trollbomben. Knappeln. Wir haben Filz am Walking und Sunshine. Smaller, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und du bist noch kleiner. Nice. Jetzt bin ich kleiner als mein Orbit. Aber es reicht jetzt auch. Wenigstens ist jetzt so der Mushroom-negative Effekt, dass ich halt größer geworden bin, jetzt weg. Zack. So, und jetzt haben wir gleich die Mutter. Okay, ich bin ready. Hoffe ich. Hi, Mom. Ich bin fast tot. Aber wie gesagt, ich habe halt auch nicht mehr ganz viel Leben. Oh, der Zahn. Schönes Ding. Lag ab. Okay, hier kriege ich jetzt kein Devil Deal. Von daher mache ich es einfach mal. Angel. Holy Shot oder All Stats Up. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich bin großer Fan von Holy Shot. Das könnte jetzt hier ein bisschen problematisch werden. Und sogar der rote Engel. Da kriegst du ein paar Bomben ab. Ja, die auch wunderschön funktioniert haben. Holy Shot, Alter, das macht halt Schaden, das Ding. So, jetzt habe ich auch meine Keypieces zusammen. Und weiter geht's. Gut, jetzt ist das Problem, das war das letzte Mal, dass wir einen Angel bekommen. Es sei denn, ich kriege in der Ebene noch eine Joker-Karte, zufälligerweise. So. Drei Herzen, das ist nicht viel. Da müssen wir jetzt was machen. Joker-Karte? Ja, schade. Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn es halt. Oh, holy shot. Bam. In your fucking face. So und nicht anders da. Das Feuer könnte uns eventuell ein Herz geben. Hat's aber nicht. Schade. Ausweichen. Einfach eisig, jetzt ein bisschen problematisch dann werden.
Lag ab irgendwo. Ja. Oh, na, ah, Holy Stadt hat irgendwie. Bei dem funktioniert es nicht unbedingt so. So, wer lebt denn da noch? Da oben ist einer. Und, okay, das war's. Drei Herzen. In allen Geschmacksrichtungen, Geschmacksrichtungen habe ich meine Herzen. Ja, ich hätte gerne noch mehrere Geschmacksrichtungen. Zusätzlich habe ich auch ein gelbes Herz noch gehabt. Na, dann wurde ich hier lang. Oh, das war auch ein bisschen eklig. Ziemlich weiße Fliegen. Ziemlich viele weiße Fliegen bekomme ich da. Da Maisy Boys unterwegs. Ich sehe schon. Und down. So, dann kommen wir hier noch ein paar. Noch eine blaue Fliege beschwören. Ja, die Freddys, die meinen jetzt meine ganzen Fliegen weggefunden. Nicht ganz so schön, aber ich habe noch ein paar. Oh, da können wir vielleicht ein paar Herzen holen, so wenn ich da nicht getroffen werde. Gut, Glück gehabt. Zack, 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 zack. Da wenigstens, ja, ich wollte schon sagen, wenigstens ein Herz hätte ich mir gern. Und vielleicht ist hier der Super Secret Geheimraum. Leider nicht. Wir haben 10 Bomben. Ne? Ich mach's hier noch einmal. Da ist er tatsächlich. Und wir haben ein weißes Herz. Das heißt, in der nächsten Ebene haben wir dann ein zusätzliches rotes Herz. Das ist doch schön. Hi Isaac, was geht ab, mein Freund? Boah, der ist ja schon fast down. Die Fliegen haben gute Arbeit geleistet. So, dann hoffen wir mal, dass der nicht nochmal abhaut. Bleiben Sie hier. Oh, holy shot. Das ist der King. So, dann sind wir auch schon in der Chest. Also, es geht auf jeden Fall ziemlich schnell. Ja gut, wenn du als Start-Item so ein geiles Item bekommst, ne? Curse is a blind, willst mich verarschen. Okay, wir haben Galactic Cross. Okay, you feel blessed. Okay. Little Chest. The... Oh Gott, jetzt kommst du mir nicht damit. Depression. Das ist jetzt nicht optimal. Denke ich. Gut. Eventuell kann er sich irgendwann auch in den Zahn verwandeln. Aber ich bin mir da jetzt so sicher, was ich davon halten soll. Lackerprinz vielleicht noch? Jetzt hat er sich noch nicht in den Zahn verwandelt. Aber man sieht schön den Holy Light Effekt. Da war gerade wegen Electric dabei. Ja, dann hast du sowas, was halt ziemlich bescheiden ist. Was haben wir hier? Yamhart. Können wir tatsächlich ein zusätzliches Leben sozusagen geben? Weil ich habe ja zwei Herzkanister. Wenn ich dann nur noch ein rotes Herz haben sollte, dann kann mich noch mal einmal auffallen. Von daher nimm's einfach mal mit, ne? Solange ich nichts Besseres bekomme. Geh weg, geh weg, geh weg. Das war ziemlich gut. So, ich hoffe, der spielt jetzt mit. Rote Herzen bringt mir leider Narda. So, Trollbomben, das ist halt das Problem. Und das ist jetzt auch das Problem. Wie ich das aufmache, eher Mr. Mega, oh Gott. Ihr habt ja schon Mr. Mega gehabt, oder? Double Mr. Mega. Stimmt, ich hab schon Mega. Nee, ich mach die Kiste nicht auf. Ich trau mich nicht. Na komm, stirb. Nicht unnötig Herzen verlieren. So. Hä, deine Kugel oder meine Kugel? Hast du wohl gesehen, wer hier der Gewinner ist, oder? Hey, to win. Ich nehme wieder eins davon, was ich vorher gehabt habe. Ah, habt ihr es gesehen? Da war jetzt ein Sand. Wieso ist jetzt meine Kugel so groß? Joker. Das bringt mir leider nichts mehr. Das bringt mir leider überhaupt nichts mehr. Wegen Wischiwaschi machen. Noch ein Item. Und noch ein Herz. Wunderbar. Was haben wir denn? Forget me now. Ich könnte die Ebene nochmal neu machen. Wisst ihr was? Machen wir. Ich hoffe jetzt mal kein Curse of the Blind. Normal. Okay. Wir haben die Knochen. Das könnte interessant werden. Die Fliege nehme ich einfach mal mit. Kein Schaden für Explosionsschaden, das ist sehr nice. Und das Horn. Das ist eigentlich ziemlich nice. Dann kann ich das Horn aktivieren. Achso, ich kann meinen Knochen jetzt nicht bewegen oder meinen Orbit.
Jetzt kann ich es natürlich. Aber es ist schön, dass es sich jetzt auch als Knochen verwandeln kann. Schwert den fliegenden Knochen des Todes! Ein schönes Splitshot. Telepillen. Na, vielleicht teleportiert er mich ja zum Boss hin. Zack. Stimmt, Megasalon kommt jetzt hin. Egal, ich wollte sowieso jetzt nicht mit der Kombination auf jeden Fall. Doch. Spüren Sie den Knochen und den Zahn, Mister! Da-da-da-da-da. Knochen ist mein Job. Da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Vor allen Dingen, da bleibt er die ganze Zeit nur der Knochen. Sehr schön. Magst du Knochen, Doggy? Ja, bist doch selber Knochen-Boy. Aber ziemlich lammarschig mit dem Knochen zu jonglieren. Er ist ziemlich lammarschig. Macht das Licht nicht aus! Bombe, flieg uns nicht! Vollidiot. Einfach nur voll. Das ist jetzt auch ein bisschen. Also der Knochen. Wow, da waren viele Zähne. Der Strohhalm, ey. Nö. Nö, 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 nö. Brauchen wir nicht. Ja, Bombe brauche ich jetzt. Oh, das ist ein großer Zahn. Ach, das kommt dann zu Randomist und dann habe ich für die für den Raum halt dann so einen großen Zähnchen. Ich bin immer gespannt, ob ich vielleicht beim Boss das auch bekomme. Das ist halt immer so 50-50 Schuss. Evil up, nee. Ich will jetzt eigentlich zum Boss. Lop, lop. Schön ausweichen. Ah ja, das dauert ein bisschen mit dem Lenkrad. Was haben wir denn hübsches? Tour of Hot, nee. Naja. Bleib bitte da. Jawohl. Und noch ein Herz. Wunderbar. Spüre den Zorn des Knochen, mein Freund. Das ging irgendwie eigentlich schnell. Dass das nicht einmal eine Pflicht auf ihn drauf gestürmt ist. Jo. Schöner One-Remaster. Von daher, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Euer Final.